Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Osterandacht. Es ist leider immer noch nicht möglich, dass wir uns gemeinsam in der Kirche treffen können, um Gottesdienst zu feiern. Aber das soll uns nicht davon aufhalten, mit der Auferstehung Jesu das Leben zu feiern. Mitten in dieser schwierigen Zeit wollen wir die frohe Botschaft laut werden lassen. Jesus Christus hat für uns alle den Tod überwunden. Und was auch geschehen mag, was auch immer diese Welt erschüttern mag, am Ende wird das Leben siegen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sage ich euch die frohe Botschaft. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich an diesem Ostersonntag, hilf uns, Vergangenes ruhen zu lassen, damit wir Neues beginnen können. Hilf uns, nicht verzweifelt zurückzuschauen, sondern zuversichtlich nach vorn zu blicken. Dein Sohn Jesus Christus hat uns befreit. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er das überwunden, was uns von dir trennt. Jesus Christus ist auferstanden und er lädt uns ein, gemeinsam mit ihm das Leben neu zu beginnen. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst, um uns an den Morgen zu erinnern, der die Welt veränderte. Bis dahin war der Tod stärker als das Leben, der Hass mächtiger als die Liebe. Jesus war tot und mit ihm die Hoffnung seiner Freunde. Dann aber kam der Morgen des Ostertages. Wir hören das Osterevangelium, wie es aufgeschrieben steht, bei Matthäus im 28. Kapitel. Als der Sabbat vorüber und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Und der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.
Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte: Seid gegrüßt! Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht zu meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Christus ist auferstanden. Aus dem Tod wird Leben, aus dem Hass wird Liebe, aus der Dunkelheit wird Licht. Und als Zeichen dafür entzünde ich nun das Licht der Osterkerze. Das Osterfest ist zugleich auch eine Erinnerung an unsere Taufe. Und so dürfen wir uns heute auch an den Anfang unseres Christseins erinnern. Mit unserer Taufe haben wir Anteil am österlichen Geschehen, mit dem uns ewiges Leben verheißen ist. Damals sind wir mit Wasser getauft worden unter dem Wort Gottes. Damals hat Gott uns zugesagt: Ich will meinen Geist in euer Herz legen. Wie Wasser uns wäscht und reinigt, so hat uns unser Herr Jesus Christus durch sein Sterben reingewaschen von aller Sünde und von aller Schuld. Aber Wasser kann auch töten. Und so wie Jesus Christus gestorben ist, ist in unserer Taufe das in uns gestorben, was uns von Gott trennt. Ertränkt wurde all unser Eigensinn und all unsere Selbstsucht. Wie Wasser verdorrtes Land zum Leben erweckt, so hat Christus uns in der Taufe das Leben geschenkt, ewiges Leben. Durch die Taufe sind wir alle miteinander verbunden, als Brüder und Schwestern im Glauben an Jesus Christus, dem gekreuzigten und Auferstandenen. Amen. Thank you.
heute ist Ostersonntag, das Fest der Auferstehung. Wir feiern, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat. Und so denken wir in diesem Gottesdienst ganz besonders an die Menschen, die gestorben sind, in unserer Gemeinde und anderswo. Und für sie entzünde ich nun ein Licht an der Osterkerze zum Zeichen unserer Hoffnung auf das, was Jesus Christus uns zugesagt hat: ewiges Leben nach dem Tod. Ich bin heute hier, um Ihnen allen im Namen des Gemeindekirchenrates und Kirchenvorstands als Kirchenvorstandsvorsitzende herzliche Ostergrüße zu übermitteln und Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest zu wünschen. Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus beten, dessen Auferstehung wir an diesem Morgen feiern. Herr, wir bitten dich für deine Kirchen und für alle, die in ihr leben. Beschütze uns und hilf uns, dein Reich sichtbar werden zu lassen. Wir bitten dich für alle, die auf den Namen Jesu getauft sind. Festige uns im Glauben und in der Liebe durch die Hoffnung auf das ewige Leben. Wir bitten dich für alle, die dein strahlendes Osterlicht nicht sehen und die ohne Freude sind. Herr, führe uns aus unserer Not und gib uns Zuversicht. Wir bitten dich für alle, die in Unfrieden und Streit leben. Herr, schenke ihnen Versöhnung und Frieden. Wir bitten dich an diesem Osterfest besonders für alle, die an der Corona-Pandemie leiden. Wir bitten dich für all die, die einen geliebten Menschen verloren haben. Wir bitten dich für die, die wirtschaftlich und existenziell bedroht sind. Wir bitten dich für die, die gerade alles dafür tun, damit wir gut versorgt sind und Hilfe bekommen. Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene, du bist das Licht der Welt. Dafür danken wir dir und legen all unsere Gebete in die Worte, die wir von dir haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Und nun geht im Frieden und mit dem Segen Gottes in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.